Ja, hier ist auch der Münchner Merkur da, beziehungsweise der TZ kennt ja jeder. Und die sind noch oldschool, die haben noch Papier. Es gibt zwar dieses E-Paper, Leute. Ich habe was geholt, ich werde aber mal nichts dazu sagen. Da gab es mal 3 Tage Test, aber mir haben ein paar Sachen nicht gefallen. Man kann nicht einmal irgendwas speichern oder kopieren. Also wenn ich mir so ein E-Paper hole, dann möchte ich die Zeitung aufheben, was so nicht ganz geht. Aber trotzdem, die neueste TZ ist wieder da. Die TZ gibt es noch, weil es gibt Leute, die haben uns erzählt, dass die Bild-Zeitung, die gibt es zwar auch noch, wobei die aufhören wollen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Bild-Zeitung hat ihre Kästen abgebaut. Jetzt wäre es interessant, dass unsere Zuschauer ihre Meinung abgeben, warum hat die Bild-Zeitung die Kästen abgebaut? Andere Zeitungen haben sie ja noch. Liegt es daran, was mir natürlich schon aufgefallen ist, die Bild-Zeitung war immer ziemlich schnell aus, wobei ich weiß natürlich als Insider, dass bis zu 60% der Zeitungen einfach so mitgenommen werden. Und es gibt ja einen ganz Prominenten, irgendeinen Adeligen, der hat irgendwo vom Adlon oder irgendwo hat er doch eine Zeitung geklaut und da wurde er erwischt und hat er gesagt, ja, ich dachte mal, das ist kostenlos. Aber okay, kennen wir alles. Und hier gibt es einen schönen Stand, lustig, aber ich sehe hier Preisausschreiben. Gibt es sowas auch? Nein, gibt es nicht. Aber okay, interessant. Und es gibt das E-Paper, würde mich interessieren, aber ich sage, das E-Paper muss für mich mehr sein als bloß irgendwas lesen. Ich möchte es speichern können und möchte mir zum Beispiel einen Artikel, der mich später noch interessiert, den möchte ich einfach speichern können. Und natürlich, das gebe ich zu, als Journalist würde ich mir gern auch einen Text rauskopieren. Das geht schon mal gar nicht. Aber okay, nicht jeder ist so anspruchsvoll.